Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. In der letzten Folge haben wir versucht, Silita zu töten, hat nicht ganz so funktioniert. Ich habe in der Zwischenzeit, bevor ich jetzt aufgenommen habe, nochmal etwas Leben nachgetankt, sodass das halt voll ist. Und ich kann die Chaosgestalt nutzen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich lasse auf jeden Fall die Sequenz nochmal kurz durchlaufen. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen, beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Na dann. So. Wie das hier soweit funktioniert, weiß ich jetzt. Ranziehen, auf die Fresse hauen. Ja. Und dann nochmal abhauen. Das Problem ist halt genau das hier, dass man hier richtig ausweicht. Beziehungsweise, ja, doch ausweicht. Okay, weg. Das darf man halt nicht zu spät, nicht zu früh, nicht zu spät machen. Das muss perfekt sein, sonst wird das nichts. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob mir hier die Chaosgestalt irgendwas bringt. Aber vielleicht doch. Es wäre schön. Muss ich sagen. Ich glaube, ich lasse dir echt mal die ganze Zeit anvisiert. Das ist um einiges besser. Fuck. Wenn man nicht ausweicht, dann bringt mir das auch nichts. Oh, fuck. So, das war gut. Und so da hinten. Nein. Fuck! Ah, da kann ich natürlich nicht ausweichen. Das ist ein bisschen zu hart. Scheiße. Jetzt war ich ein bisschen perplex, muss ich sagen. Mann, hör doch mal auf, dich immer. Hier, was soll das denn, du alte Schamplacke, ey? Es wird bald zu Ende sein. So. So, einfach mal weg. Vielleicht nochmal einen Hit geben, wenn es geht. Funktioniert. Da, da. Fuck. Ja. Ranziehen. Ein bisschen treffen. Und weg. Ah, Mist. Ja, das ist nicht so einfach. Manchmal. Lol. Ist genau über mir. Wenn die über mir ist, ist es irgendwie doof. Finde ich persönlich. LOL! Ach komm, was ist das denn? Warum macht die das zweimal miteinander? Das ist aber nicht schön. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Und halt die Fresse und stirb einfach. Das Beste, was du machen kannst, ist einfach nur sterben. Ohne Spaß, ey. Komm schon. So. Komm schon, jetzt mach doch mal was Gescheites hier. So. Nein, kein Bock jetzt. So, dass du stirbst. Lol. Was macht denn jetzt, hä? Oh oh. Oh oh. What the fuck? Hä? Ah.
Wobei war eigentlich erst der zweite Versuch, aber trotzdem. So viel dazu, ich werde ihr Herz niemals bekommen. Und damit haben wir auch dieses Herz. Einen weiteren Nebenstein. Samael wartet schon auf das letzte Herz. Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Wir werden sehen. Erstmal gucken, wo muss ich denn hier lang? Aha. Ich vermute... Muss ich hier runter? Ja. Moment, ich möchte hier runter. Ob ich... Lol, nein. Moment. Ich will wieder eine Etage tiefer. Weil hier ist nämlich eine Truhe, die möchte ich gerne noch mitnehmen. So. Zack. Ach, guck mal, jetzt habe ich ihn permanent aktiviert. Das ist ja auch gut. Okay. Und nun? Bin ich hier. Wow. Muss ich jetzt hier zurücklatschen? Aber warum wird mir das hier angezeigt? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Ach so. Ah, hier gibt... Oh mein Gott, ey. Also manchmal ist Gucken auch nicht so meine Stärke, ne? Muss ich einfach mal so sagen. Bevor ich allerdings Samael das Herz bringe, will ich auch nochmal zu Vulgrim. Ne? Weil wir haben ja wieder ein bisschen was gemacht. So. Dürfen wir auch wieder mit Ruin reiten. Sehr schön. Dann wollen wir das auch mal tun. Tja, und dann geht's natürlich in Richtung des Turms, um den Zerstörer zu zerstören. Oder vielleicht doch Samael oder vielleicht irgendjemand anderen. Wer weiß. Aber wir werden es bald erfahren. Und damit nähern wir uns auch langsam, aber sicher dem Ende des Spiels. Glaube ich. Also so lange dürfte es eigentlich nicht mehr gehen. Aber ein paar Folgen kommen noch, also so ist das nicht. Ne? Ach stimmt, wir müssen erstmal wieder über die Seelenbrücke rüber. So. Juhu! Sind hier wieder in Ascheland. Jetzt muss ich erstmal gucken, komme ich überhaupt mit dem Pferd jetzt runter? Pferdchen sagt, ich möchte hier ein Pferdchen, du musst... Ach, Pferdchen, komm. So. Ich werde jetzt einfach mal hier runterspringen. Ich werde Pferdchen wiederholen. Und dann werde ich mal meine Reise fortsetzen. Das kann man immer noch nicht kaputt machen und ich weiß auch nicht... Strange. Wahrscheinlich wisst ihr, wie das geht, aber ich leider nicht. So, hier muss ich leider jetzt erstmal auf Ruin verzichten. Hier ist Vulgrim auf jeden Fall. Den muss ich, glaube ich, sowieso benutzen, damit ich hier wieder wegkomme. Lalilu, lalilu. Silita, habe ich gemocht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen, um meinen Kummer zu lindern. Das wäre durchaus möglich. So, ich habe sogar zwei davon. Boah, Alter. Läuft. Als die Frage Heimsuchung erfüllt Feinde mit einem Leiden, das mit der Zeit schaden wird. Ja, nö. Finde ich irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Also. Hm? Tod's? Ach so, ja, so weit ist sie, glaube ich, noch nicht vor, ne, deswegen. Na gut. Du bist so weise, wie so. Du mächtig bist. So. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So. Dann habe ich schon mal einiges hier gekauft, ne? Dann fehlen mir nur noch das, das und das. Und das Heimsuchen. Aber ich denke mal, so ein bisschen werden wir auch noch bekommen. Jetzt gehen wir mal erstmal durch das Schlangenloch. Das Problem ist ja genau, zur Kreuzung will ich. Das ist korrekt, lieber Vulgrim.
Und ich will mal gucken, ob ich jetzt weiterkommen kann mit dem Haken. Eine Truhe ist da ja noch. Irgendwo auf dem Hotel oder was das für ein Gebäude sein soll. Ich denke mal ein Hotel. Und mal gucken, ob wir die bekommen oder nicht. Das ist jetzt die einzige Truhe, die ich weiß, dass sie da ist. Die anderen, ja, keine Ahnung. Wobei doch eine wüsste ich noch. Da weiß ich aber auch nicht so genau, was das für eine Truhe ist. Nö, das Problem ist, wie komme ich denn darauf? Ach guck mal, hier kann... Warte mal. Theoretisch kann ich da bestimmt irgendwie festhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob das so geht. Nee. Ich springe leider nicht hoch genug. Leider springe ich nicht hoch genug. Das ist schade. Da kann ich auf dem Auto? Nee, das ist, glaube ich, alles zu hoch. Nicht hoch genug, so. Oh. Können die vielleicht rauf und dann... Ja, von hier vielleicht da hoch? Das Problem ist, Auto schmeiße ich ja immer direkt weg. Mann, da oben ist eine Truhe. Ich muss doch irgendwie an diese verkackte Truhe rankommen. Ha. Tja, warte mal. Aber ob das so funktioniert, ja, auch nicht. So, wie komme ich da hoch? Irgendwie muss ich da hochkommen. Irgendwie. Ach, halt die Backen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich guck mal ganz kurz, wie ich da hochkomme, weil das würde mich mal interessieren, weil ich das, glaube ich, auch noch nie gemacht habe. Aber jetzt interessiert mich das mal und ich finde gerade keinen Weg, deswegen bis gleich. Das war der falsche Knopf, also bis gleich. Okay, what the fuck. Ich habe tatsächlich mal geguckt, wie man das am besten hier hinkriegt. Und wenn das jetzt so stimmt, ist da gar keine Truhe oben. Das finde ich aber ziemlich frech. Das muss ich jetzt aber auch erstmal austesten. Ich muss einfach nur alle Hydranten kaputt machen. Das ist natürlich auch... Dann, wie soll man denn auf sowas kommen, ey? Ich mache es sonst auch immer gerne kaputt, aber... Keine armen Wasserhydranten, da die sind mir doch ein bisschen, ne? Geht ja nicht. Hier. Arsch. Der macht dich vom Acker, Junge. Ah ja, Eldorado, ich weiß. Das Ding ist, ich... Ah, Moment, hier gibt's auch noch was. Cool. Da ist noch einer. Oder da ist überhaupt erstmal einer. Ich habe noch gar keinen gesehen gehabt bis hierhin. So. Du bist Doge. Du bist auch direkt Doge. Gehst du mal eben ran und bist auch weg, Doge. So, dann werden wir mal unseren ersten Hydranten vernichten. So. Jetzt gucken wir aber nochmal, was hier sich verbirgt. Da ist nämlich auch noch eine Truhe. Gucken wir uns erstmal ein paar Trüchen. Und dann mal schauen. Höllenfeuer. Das ist nice. Nicht schlecht. Aber ob ich das jetzt brauchen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ne? Ich könnte natürlich auch einfach mal mit Ruinen hier ein bisschen durchreiten.
dürfte schneller gehen. Ein bisschen gucken, wo hier Hydranten sind. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Und das war's. Drei Hydranten und dann kommt die Truhe. Wie soll man denn auf so einen Scheiß kommen jetzt mal? Aber ohne Spaß. Trotzdem glaube ich, man muss da noch hoch irgendwie, oder? Also hochkommen müsste man auch noch. Nein, wir gucken erstmal, was hier drin ist. Seelen. Naja. Mehr oder weniger viele, sage ich jetzt mal. Ach ja. Ein Engelchen. Gut. Aber dann habe ich ja alle Truhen geholt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gewesen, wie ich erhofft hatte. Muss ich mal einfach gestehen. Ich dachte, da ist irgendwas Geiles drin, aber naja gut, was soll's. Wir werden dann erstmal mit den Schlangenfaden zurückgehen zu Samael. Ihm die Herzen geben, schauen, was passiert. Und dann eventuell, ich muss mal gucken, ob ich dann darauf Lust habe, in der nächsten Folge mal alle anderen Truhen suchen, wie auch damit wir die Abgrundrüstung halt bekommen. Aber mal schauen. Wie gesagt, ich muss gucken, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich dann spontan vor der Aufnahme entscheiden. Mal gucken. Aber erstmal zu Samael zurück. Naja, mit 700 Seelen lohnt sich nicht. Moment. Bravo, da. Reiter. Danke. Sogar die Asche des Griechen sitzt mir. Ja, guck mal, mittlerweile habe ich schon einen weiteren getötet, aber davon redest du nicht, halt die Fresse. Na. Oh. Hi, ho, ha, ho. Moment. So. Ha, ha, ha. Na dann, wollen wir mal gucken, was der gute Samael uns jetzt hier zu sagen hat. Ha, er läuft schon so ein bisschen ungeduldig auf und ab. Vielleicht müssen wir gegen ihn kämpfen. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Die Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört. Da meine Kräfte nun wieder hergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft. Nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen. Bestimmt sogar. Der Beobachter kann auch hier, der kann auch, muss er nicht mitkommen. Kann ich ihn nicht eigentlich immer rufen? Nö, der möchte nicht. Na gut. Dann halt nicht. So, der Schlangenpfad ist natürlich etwas anders als der von Vulgrim. Also, sieht halt optisch ein bisschen anders aus. Aber sonst... Moment. Warum auch immer ich da lang kann, soll mich nicht weiter kümmern. Mal schauen, wo wir rauskommen.
Der schwarze Thron. Da sind wir nun. Alle Auserwählten sind tot. Samael hat sein Wort gehalten und wir sind im schwarzen Turm. Im schwarzen Thron oder am schwarzen Thron. Tja, das Ende unserer Reise naht wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Allerdings werde ich an dieser Stelle diese Folge beenden. Und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.